Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie, mit einem neuen Pilzefilm. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen durch den Wald stromern, ich und hier der kleine Trüffel. Ja, er guckt schon ganz aufgeregt. Naja, gut, wollen wir mal schauen, was wir finden. Es war sehr trocken. Ob wir was finden, sehen wir. Ich nehme euch wieder mit und dann sagen wir uns oder wünschen uns Trüff, Trüff. Ja, gar nicht weit gegangen, finde ich diese schöne Maronengruppe hier. Schön klein, vielleicht finden wir noch mehr. Auch Pfifferlinge gibt es. Guckt mal. Und hier wachsen noch mehr. Man sieht sie kaum. Man sieht sie nur so eben durchblitzen. Da oben noch mehr größere. Ja, hier muss ich mich ziemlich vorsichtig bewegen, weil die Pfifferlinge, die haben sich sehr gut versteckt. Da oben sind noch größere, sind hier unter dem, wenn ihr mal runter guckt, ja, will noch ein bisschen wühlen müssen. Na komm, komm Trüffelchen, wollen wir noch ein bisschen gucken hier? Oh, müdes Männlein. Ja, das ist immer noch schwierig mit den Pilzen, hier ist alles furztrocken. Also hier scheint es mal gar nichts zu geben. Hier ist aber zu trocken. Müssen wir wieder an eine andere Stelle. Ja, ein kleiner Fichtenblutreizger. Nehme ich mit. Ja, und hier haben wir wieder den Untergrund, wo Pfifferlinge sein können. Da muss man extrem langsam gehen, weil man sieht die wirklich nur im allerletzten Moment und nur so durchscheinen, ne? Hier haben wir klebrige Hörnchen, ein Indikator dafür, dass es Pilze gibt. Ja, das ist ja so nicht der Pfifferlingsgrund hier. Hier stehen schon gelbe Täublinge rum. Das macht ein bisschen Mut. Und hier ein Riese von Kremling. Hier am Wegesrand ein rehbrauner Scheidenstreifling. Hier dachte ich zuerst an Pfifferlinge. Aber es sind Semmelstoppelpilze. Hervorragend. Die wandern ins Körbchen. Ja, und dann im näheren Umfeld noch mehr. Hier trocknen ganz einsam ein paar Schwefelköpfe vor sich hin. Im Moment sieht es so aus, dass der Wald doch noch sehr, sehr trocken ist und dass sich in dieser Woche da nicht viel getan hat. Es gibt so feuchte Stellen im Wald, da wachsen Pilze und dann anderswo, dann sind die vertrocknet. Das kann man schön sehen an den Hirschhörnchen, an den klebrigen Hörnchen. Es gibt Stellen, da ist der total vertrocknet und an anderen Stellen ist er richtig schön orange-rot und kommt aus den Stuben raus. Ja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ja, hier kommen amethystbeflockte Pfifferlinge raus aus dem Moos. Naja, mitnehmen. Ja, teilweise vertrocknet, aber teilweise noch gut im Schuss. Das klebrige Hörnchen.
und zum ersten Mal in diesem Jahr ein Fliegenpilz. Auch hier wieder Pfifferlinge. Nein, das ist ein Pfefferröhrling, aber das sind Pfifferlinge. Wieder ein Amethystbeflockter. Das hier ist ein Pfefferröhrling. Ja, ihr solltet den mal probieren, wenn ihr den findet. Also es ist richtig, richtig intensiver Pfeffergeschmack hat der. Richtig wie unser Gewürzpfeffer, so schmeckt der. Noch ein Pfefferröhrling. Auch Pfefferröhrlinge können eine schon beachtliche Größe erreichen. Er eignet sich hervorragend als Würzpilz. Und deshalb nehme ich ein paar davon mit. Ein falscher Pfifferling. Hier kommt ein kleiner grauer Wulstling herfür. Ja, lila Lacktrichterlinge. Aber auch schon mit Trockenschäden. Aber ich nehme ein paar mit. Das ist eine ganz schöne mühsame Sammeltour. Mal ganz schön viel suchen, um überhaupt was zu finden. Aber es gibt wenigstens welche. Letztes Jahr war ja Totalausfall. Da gab es ja gar keine Pilze. Ja, und dieses Jahr gibt es wenigstens ein paar. Sollen wir froh sein? Nicht? Vielleicht finden wir noch ein paar. Ich werde jetzt gleich noch hier durch den Wald streifen. Ja, und vielleicht finden wir noch was. Ja, da finde ich hier noch Flaschenboviste. Die sind jung essbar. Ich nehme ein, zwei mit. Hier habe ich einen mit Substrat rausgekriegt. Hier eine ganze Gruppe kleiner Flaschenboviste. Fliegenpilze. Hier stehen lila Haarschleierlinge. Auch die lassen wir im Wald stehen. Die sind nicht so gut. Die rosa Farbe verrät ihn. Hier versteckt sich ein Perlpilz. Fühlt sich sehr fest an. Ich glaube, der hat noch keine Maden. Ja, und hier versteckt sich der erste Steinpilz. Mit Zwilling. Ja, und hier verstecken sich noch Pfefferröhrlinge. Guck mal. Ja, und hier sind ein paar
Schwarze Täublinge brechen hier durch. Dieser Steinpilz hat es hinter sich leider. Ich lasse ihn hier, kann er aussporen. Ja, hier ist so eine Quelle, so eine feuchte Stelle im Berg. Ja, so ein Siepen. Und da in der Nähe sind auch die Pilze. Ja, eine Ziegenlippe, ne? Gucken wir zu Hause, ob die gut ist. Ein mild schmeckender Täubling wandert in den Korb. Also die Trockenheit ist noch nicht so ganz überwunden. Aber wenigstens führt der Bach hier schon mal so ein bisschen Wasser wieder. Eine Gruppe kahler Kremplinge. Ja, ganz vorsichtig kommen die Kraterellen. Werde ich mal darauf achten, ein paar Kraterellen mitnehmen, wenn ich noch welche finde. Ja, da haben wir ihn ja, den popofilzigen Holzritterling. Ja, ein paar Goldröhrlinge. Einpacken. Ja, meine Pilzfreunde. Unser kleiner Waldspaziergang ist jetzt vorbei. Nicht? Trüffel hat es auch gefallen. Ne? Ja. Und wir haben auch gut gefunden. Also zwar nicht viel, aber viele Sorten wieder. Ne? Wir haben einen Steinpilz, wir haben Pfifferlinge, ja, wir haben Ziegenlippe, wir haben Lacktrichterlinge. Also da kann man sich schon was rausmachen, würde ich sagen. Und ein Pilzgericht ist drin. Ja, dann wünsche ich euch allen Trüff Trüff und sage mal bis zum nächsten.